stinke mal wieder richtig und Moritz hat mein Deo geklaut, deswegen stinke ich richtig nach Schweiß. Nimm sofort das Bidu-Deo, Digga. Nein, heute testen wir das allererste Mal Influencer-Produkte. Wir haben alle Influencer-Produkte, die es nur gehört, sie, die Lu. Weil Bibi, man muss ja auch mal BTS, Bibi und Julian in meinen harten Zeiten unterstützen. Nein. Diese Kaugummis von wem sind die nochmal? Ah, die sind von... Die sehen ja unnormal krass aus. What the fuck, wie krank. Die Drop-Chips, dann haben wir noch die Jokolade. Wir haben eigentlich alles. Ich würde sagen, wir beginnen mit der allerersten Influencer-Produkt. Als allererstes testen wir, das ist kein Deo, das ist sondern Duschschaum. Nein, Kaugummis ist Deo. Deo, Durant, du Kek, das ist Deo, Digga. Was? Ja, du hast Deo gekauft. Die haben mittlerweile alles. Digga, die sind ja so schlau. Aber getrennt. Warte, Moritz, test das jetzt. Boah, Digga, ein gutes Geburtstagsgeschenk für eine 12-jährige Cousine, wo man nicht weiß, wann ihr schenken soll. Ja. Also wenn das jetzt eine seriöse Geschäftsraum-Meeting benutzen würde, riecht die so nach Flashy Flower. Wo wir natürlich viel gespannt darüber sind natürlich die Kaugummis, weil ihr müsst euch das überlegen, Leute. Es war genau so. Wir haben die Kaugummis ja ungefähr anderthalb Jahre produziert. Und es wurde auch vorgeschlagen, dass wir genau diese Verpackung hier machen können. Wir haben uns aber dagegen entschieden. Hat Bibi einfach Schnapp gemacht. Hat eine Woche vorher. Eine Woche vor Release Woche vor. Hat sie dann diese Easy-Verpackung genommen. Aber die Sorten hören sich wild an. Die Sorten hören sich wild an. Also wir haben einmal Orange, Lemonade, Cherry, Cuckoo. Das ist ja Cuckoo. Das also, ist wie Tropical ungefähr. Können wir direkt vergleichen, direkt einen Vergleich. Ja, ja, ich würde als allererstes nehmen. Und okay. Dann, Slushy Apple, also Slush Eis. Nur von der Verpackung, Digga. Das ist halt schon mehr Liebe drin. Wir sagen jetzt nicht nur, weil Moritz eigene Kaugummis hat, dass wir die jetzt scheiße finden. Das ist halt schon mehr Liebe drin. Da, so sehen die aus. Das ist Moritz einmal, das ist Bibi. Probier jetzt mal die. Crunchy ist gut. Nein. Und die Sorte mag ich. Boah, nee. Das ist gar nicht mehr. Das ist genau dieses Fake-Orange. Das mag ich echt wirklich. Das schmeckt nach Fanta, Digga. Das schmeckt nach Fanta. Nee, als soll ich da vielleicht Moritz singen? Nee, der Crunchy ist bei dir doch auch deutlich besser. Also viel crunchiger. Ja. Oh mein Gott, was? Oh, ja, mach die Teleshopping draus. Wie viel von 5 Sternen würdest du es geben? Orange wirklich 0 von 5 Sternen. Aber 3 von 5. Als nächstes nehmen wir die hier. Diese Pink. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Die sehen aus wie so Schweinchen, Digga. Okay. Tasty Donut. Boah, was ist das denn? Ne. Also die haben versucht, Donut nachzumachen, das haben sie auch geklappt, aber die Idee ist halt nicht wirklich nicht gut. Also Digga, dann geh ich direkt, wie es du sagst. Das müsste einfach süßer sein, das schmeckt nach Tabak, Digga. Müsstest du dem Tabak geben? Tabak auch einen von, also ein bisschen besser als Orange, weil ich Orange... Nee, ich würde es 0 von 10, weil ich feier diese Idee, ich feier die Idee hinter dem Ding, den Gedanken feier ich nicht, Donuts in den Kaugummi zu verpacken, weil das passt irgendwie nicht. Aber jetzt auch mal, Digga, schau mal in die Verpackung rein, Bruder, da sind 8 Stück drin. Du kaufst ja nichts im Endeffekt, ne? Also wie teuer sind die? 1,50. 1,50? Ja. 1,50? Und da sind wie viel drin? Also ich hab 1,20, Bruder. Das ist 2,50 €. Und zwei, was ist das? Gut, dann probieren wir diese Apple-Dings jetzt. Das muss gut sein. Das könnte echt alles carryen. Crunch, sehr gut. Ist wie beim anderen. Geschmack richtig gut. Richtig gut. 5 von 5 Sternen. Richtig gut. Richtig gut. Wie nennt man diese? Boah, die sind richtig gut. Die sind richtig gut. Boah, nicht Mentos. Bisschen Center-Shock. Center-Shock, aber ohne den Schock. Ja, die sind richtig krass. Die kriegen von mir eine 4 von 5. Boah, die, auch die sind nicht perfekt. Die letzten? Ich glaube, die sind am schlechtesten, weil da Schokolade drin ist. Das kann nicht gut sein, Digga. Schokolade? Schokolade? Bruder, das ist doch keine Kokos-Schokolade, du Spasti. Kokosnuss, du Vollidiot. Okay. Aber Kokosnuss hasse ich auch. Schmeckt nach Weihnachtsmarkt. Ja. Aber nicht schlecht, aber auch nicht gut. Boah, nee, schmeckt nach vergammelter Kaffeemaschine, ja. Digga. Ja. Man merkt halt irgendwie, dass sie halt einfach versucht haben, viele Sorten zu machen. Und man muss auch dazu sagen, das ist ja nur ein Nebenprodukt von Bilou, weißt du? Ja. So, darauf erstmal neutralisieren. Meine Zunge hat sich ja gerade erschrocken. Ja gut, hier können wir jetzt nicht wirklich sowas bewerten. Wir finden die natürlich gut, weil wir dabei waren, als die produziert werden. Also wir können ja nicht sagen, dass die scheiße sind. Jede einzelne Sorte, da steckt so viel Arbeit drin, so viel Pfeilen. Also meine Lieblingssorte ist auf jeden Fall die hier. Natürlich alle 10 von 10 von denen, aber das wollen wir die ab dem 27.05. wieder hätten. So, jetzt reicht das heute wieder. Nächstes haben wir was vom Onkel Rob, Crispy Rob, bekommen. Wie die normalen mit Ketchup. Rob wurde dafür irgendwie ausgezeichnet. Was mich ein bisschen nervös macht, ist, dass da fruchtig süß draufsteht, weil ich dachte ja eigentlich eher, dass es extra ja groß, das feiere ich sehr. Oh, die riechen krass. Boah, Junge, das ist halt einfach. Oh, die riechen strong. Geil. Wirklich. Okay. Geil. Die beste Rob-Sorte bisher. Nee, ich fand Barbecue geiler, aber ist krass. Digga, dafür würde ich mir 10 Sorten bestellen, das ganze Essen. Also, ich habe die tatsächlich schon vorher probiert und deswegen bin ich auf die Video-Idee bekommen. Richtig geil, richtig geil. Rob kann man eh nichts falsch machen. Das ist einfach. Ich habe mir schon 5 Tüte davon bestellt. Das ist das Schlimme. Also 5 von 5, Rob. Eigentlich mag ich keinen Ketchup, aber der Ketchup-Geschmack, der ist so dezent. Und ich mag Ketchup eigentlich, deswegen war ich auch eher skeptisch, aber krass. Das nächste Produkt wird uns richtig reingetrunken. Und 5% Alkohol nur. Ist nämlich Dirty, die Marke Dirty von der noch nie probiert. Shirin David. Ich habe die schon probiert und die finde ich tatsächlich sehr gut. Lemon from... Alle habe ich noch nicht probiert. Also die probieren wir jetzt alle erst, damit du deine Meinung sagst. Ja, gib mal her, ich habe es noch nicht gemacht. Schmeckt wie ein Eistee. Ach, soll das Eistee sein? Ja, also die finde ich bisher am stark. Richtig gut. Die habe ich auch schon öfter gekauft. Die Farbe, Digga, ist halt braun. Also wenn halt fühlt. Wet Peach. Warte, der ist auch so, jetzt haben wir Juicy Mango. Ich bin mal gespannt.
schmeckt genau gleich, ne? So, jetzt hier, was ist das hier? Lemon. So fruchtig, aber auch gut, auch gut. Schmeckt aber halt nicht wie ein außergewöhnlicher Eistee. Also das habe ich schon mal gegessen auf jeden Fall. Und den mag ich gar nicht. 0,0 Zucker. Der ist viel zu süß. Meine Lieblings-Eistee ist eigentlich Eistee Limone. Limone heißt das so? Zitrone mit so Sparkling drin, aber hier sind keine Sparkling drin. Deswegen bin ich mal gespannt, was Shireen David da so rausgehauen hat. Ich muss sagen, ich finde es viel zu süß, weil da dieses Süßungsmittel drin ist. Wenn der Sparkling drin wäre, wäre es perfekt. Nee. Wie viel würdest du den Eistee jetzt an sich geben? Wir haben zwei gefallen, einen nicht, 3 von 5. Ich finde die alle gut. Ich würde 4 von 5 geben. Okay, gut. Also sind zwar auch overpriced, weil es ein Influencer ist. Aber Digga, das ist also wirklich. Also, wie kannst du das gut finden? Du zahlst ja auch für den Namen komplett. Wir einfach bitte ganz kurz den Capital Bra. Also das Lemon ist halt schon. Okay, wir haben das vielleicht auch den Capital Bra Eistee. Den testen wir auch gleich im Vergleich zu dem. Das ist halt viel geileres Lemon, finde ich. Natürlich, aber ja, genau. Ich mag diesen Fake-Geschmack. Echt? Okay, dann ist einfach nur komisch. Jetzt bin ich richtig gespannt. Alkohol, das ist das gleiche, wie da nur mit Alkohol drin, ne? Jetzt bin ich richtig gespannt. Geil. Das ist richtig geil. Was? Schmeckt nach Arsch, Digga. dieser Match-Text-Karten-Geruch. So, das schmeckt so nach Arsch. Schmeckt nach Arsch. Künstlich, komplett künstlich, Digga. Schmeckt gar nicht gut. Bah, schmeckt das nicht, ist Digga. Richtig Arsch. Schmeckt einfach wie nach Papier und nach Chemie. Und das ist echt. Dagegen ist das krass. Bah, das wird minus 5. Geil, das ich hoffe, geil. Es carried. Ich will mal mehr, damit mal richtig einen Eintritt. Wenn ihr nochmal einen Karneval sehen wollt, wie wir 20 von denen mal exen, dann gucken, wie es uns angeht, lasst ein Like da. Das ist gut, finde ich. Komm, das nächste schmeckt wie so wie Hugo. Boah, nee, das finde ich gar nicht, Digga. Beides 0 von 5 Punkten. Also der Geschmack gar nicht getroffen, der draufsteht. Warte mal, jetzt hier, machen wir mal eine Mädelsmeinung. Voll lecker. Das ist wirklich lecker. Ich find's auch wirklich gut. Als nächstes haben wir die guten Eistees oder die schlechten Eistees, wir werden sehen. Das soll noch nie Capital Bra. Das Design von dem ist wirklich geil geworden. Wow, das ist geil. Ja. Der Capital Bra macht kranke Sachen, wirklich. Das ist krank. Ich feier es komplett, das ist wie das Red Bull von Arizona, Digga. Und Vanille, ich mach ja auch noch drin, Digga. Krank, krank. 5 von 5, so Wassermelone habe ich auch schon mal, glaube ich, mal probiert. Die habe ich auch schon aufgesogen, aber die ist auch richtig gut. Also wirklich, Capital Bra macht alles richtig, Digga. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr ungesund, aber ich feier's. Oh mein Gott, wie viel Zucker da drin ist, Digga. Also hier sind einfach 70 Zuckerwürfel drin. 4 von 5 gebe ich. Nee, warte, 4,5 von 5. So, nächstes. Das nächste ist Y-Food. Das ist nicht von einem speziellen Influencer. Es gibt jetzt kein Gesicht dahinter, sondern es wird von vielen beworben. Was ich dazu sagen muss, ich hatte Corona und auf einmal war mein Geschmack Schokolade einfach nach. Es soll eine Mahlzeit ersetzen. Das finde ich ein bisschen weird, damit zu werben, muss ich sagen. Weil eigentlich kann kein Getränk eine Mahlzeit ersetzen, finde ich. So, man soll einfach was essen normal. Außer Flüssigbrot. Ich bin gespannt. Okay, ja, ist so ein bisschen Kakaomilch. Strong. Hä? Das schmeckt trotzdem gut. Boah. Weißt du, wo noch das schmeckt? Wie Milchshake, Digga. Milchshake ist es, ja. Ja, viel zu süß. Schmeckt wie ganz. Beide finde ich gut. Wenn ihr Kooperation wollt, schreibt mich. 4 von 5 würde ich sagen. 5 von 5 und dem würde ich 3 von 5. Boah, trink nachher noch. Die finde ich gut. Ausgewogene Trinkmahlzeit ist eigentlich. Wie können da 6 wieder. Wie kann das ausgewogen sein? Boah, den feier ich richtig. Okay, weiter. Okay. Das nächste kommt wieder mal auf was Schokoladiges. Ich habe einmal dunkle Schokolade und weiße Schokolade gekauft von dem lieben Joko Winterscheid. Jokolade. Boah, das sieht geil aus. Oha. Das ist echt geil, dass es so aussieht. Das Design finde ich schon mal richtig cool. Bin mal gespannt, wie es schmeckt. Mit Nüssen drin, ne, was sind so Keksen drin, Digga? Oder was da drin? Ich mag die Textur sehr. Mit Karamellnüssen drin. Stark. Die weiße Schokolade ist geil. Ja, krank. 5 von 5. Besser könnte man Schokolade nicht machen. Ich finde die weiße besser. Aber wirklich auch 5 von 5. Und das ist auch noch Fair Trade, also alles. Als allernächstes haben wir irgendwas Weirdes von 4Bro. Das sieht einfach sehr weird aus. Also 4Bro ist auch nicht von einem Influencer, aber es haben natürlich viele Influencer dafür schon beworben. Ja, das müsste doch saurer sein, finde ich. 3 von 5. Schmeckt wie die Bibi-Kaugummis. Nee, viel süßer. Auf jeden Fall, also vom Geschmack halt eher. So, mal gucken, was Berry Cruiser ist. Traube nicht vom Hocker, Design relativ stunny. Das ist halt so auffallend, aber es sieht halt nicht gut halt aus. Gar nicht. Also, ist halt so. Oh, 3 von 5. Also das ich finde den Eistee von den krass, aber das ist echt. Ich würde 2 von 5 geben. Als letztes haben wir das Filet der Straße. Was man dazu sagen muss, ist Mangaldöner. Boah, nee, Digga. Auf dem Bild sieht's gut aus. Leider sieht es nicht so appetitlich aus. Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn wir es gekocht haben. Es riecht wie so eine billige Wurst. Fleisch, dann bekommst du davon nichts. Okay, das Fleisch wird gebraten. Ich würde sagen, wir warten kurz, bis es fertig ist und dann probieren wir es. Okay, das Filet der Straße. Sieht auf jeden Fall mittlerweile ein bisschen besser aus. Ist jetzt fertig und kannst du mal filmen, Digga. Also, es sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ich würde sagen, wir probieren es. Hi. Hast du das nicht probieren? Mit gar nicht der Döner. Doch. Dönerfleisch. Ist gut, aber gar nicht weiß. Das wäre gar nicht wie das Dönerfleisch, was die in dem Laden anbieten. Genau, also wir haben euch keinen Döner-Teller gemacht, wir haben es einfach nur roh, also einfach nur ohne nichts gegessen. Allein das Fleisch bewertet. Leider nicht genau wie ein Dönerladen, deswegen doch, ich 2,5 von 5 Sternen würde ich dem Ganzen geben. Ja, 3. Es ist gut gewürzt. Ich finde das nicht eklig. Ich werde mir einen geilen Döner-Teller damit zu da bestellen und dann geht's ab. Darauf würde ich sagen, entzünde den Dirty Tornado.